Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Minecraft Tiefsee. Wie ihr sehen könnt, hat sich einiges hier getan. Die Bäume wachsen, die Blumen blühen. An Tagen wie diesen sollen Typen wie ich Holz fällen. Naja, so viel dazu. Hier haben wir ein bisschen Stein. Und wir wollen hier auf jeden Fall eine Baumplattform beenden, die ich hier ein bisschen vorbereitet habe. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein bisschen Erde rein. Und ja, so wie die anderen Inseln. Wie die anderen Plattformen. So, hier ist noch ein bisschen Beleuchtung. Und hier 1, 2, 3 und 4. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar. Insgesamt habe ich links 4 Plattformen, rechts 4 Plattformen. Und hier, schaut mal, dieser Steinsockel ist jetzt abgebaut. Auf jeden Fall werde ich mal sehen. Der da hinten habe ich auch schon angefangen. Erde weg, Stein weg. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Obwohl hier und da haben sich 2 neue Reihen angefunden. Weil ich habe ja alles ein bisschen weiter nach vorne verlegt. Naja, auf jeden Fall, meine Plattform hat sich soweit gut gemacht. Sollte es in Minecraft jemals dazu kommen, dass es Hochwasser gibt, würde natürlich alles gnadenlos absaufen. Zack. Und so, sieht dort gleich viel angenehmer aus. Auch wenn ich gerade eine Fackel verschwendet habe. Tja, hier wird nicht lang gefackelt. Okay, der war billig, aber so ist das halt. Tada. Naja, hier sollten auf jeden Fall keine nervigen Monster ankommen. Weswegen ich jetzt einfach meinen Spaß habe und wieder mal Holz hacke. Ich bin hackevoll. Und, ach da. Ich wollte schon wieder sagen, lässt er mir keinen Setzling zurück. Naja, auf jeden Fall, ich bleibe jetzt da, wo ich angefangen habe, nämlich ich bleibe bei meinem Fichtenholz. Weil das war mein erster Baum soweit und, wobei, an der Oberwelt kann ich ja alles aus Fichte bauen, an der Unterwelt könnte ich ja vielleicht was anderes machen. So, wieder den Profi-Modus. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn ich irgendwann mal ganz unten meine ganzen anderen Sachen hinbaue, werde ich das vielleicht mal so machen. Meine große Glaskuppel. Wobei, Kuppeln ist einige Sache, die ich nicht so bauen kann. Aber, naja. Auf jeden Fall, das müsste jetzt Folge 13 sein. 13 Folgen habe ich gebraucht, um aus dem Nichts das hier zu erschaffen, was man gesehen hat. Ja, mit ein wenig Offline-Unterstützung. Das heißt, dass ich ein paar Sachen so vorbereitet habe. Und ich denke mal, das würde auch besser so sein. Sonst wäre ich nicht mal halb so weit. Denn ich will euch ja schließlich das zeigen, was ich hier fertig habe. Ja. 51 Holz haben wir jetzt insgesamt. Wäre der eine Baum da gewachsen gewesen, also auf der Plattform, die ich fertig gebaut habe, wäre das wahrscheinlich auf 60 Holz. Ein Stack pro Vollernte. Das hat was. Das gefällt mir. So. So und so. Oh, so und so. Und mal gucken, ob ich jetzt jedenfalls alles auf Truhen. So lang. Und noch einer. So lang. Gut, ich gehe es tun, das ist übertrieben, aber was soll's. Und zack, rein damit. Hauen wir wieder 3 Truhen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall, hauen wir alles Holz raus, was wir haben. Das müsste noch. Gut, das reicht noch für die eine. Geht doch. Gut. 13 Storage Door haben wir jetzt. Und machen wir das halt in dieser Folge. Hatte ich offline keine Zeit mehr zu. Auf Screen. Warum verwechsel ich dauernd auf Screen und offline? Weil ich nun mal ein YouTube-Anfänger bin. Naja, aber es ist nicht so wichtig. Es kommt hier drauf an.
So. Na komm. Ja. Der Weg wird endlich abgeschlossen. So ziemlich. So. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier und dort. So. Oh, oh. So und so. Bei uns Schäfern ist das so. Halt, ich bin gar kein Schäfer. Naja, egal. Auf jeden Fall wollen wir hier noch sehen. Da sind ein paar Fackeln dran. Auch auf der Rückseite. Und ich habe hier noch ein paar Storage Door hingebaut. Wir werden auf jeden Fall... Ha! Gut abgezählt. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Linien. Und ich denke mal, 9 fehlen noch. Pi mal Daumen. Wir sind hier nämlich auf 242 und ich glaube auf... So. Auf jeden Fall werde ich das hier jedenfalls nur testmäßig hinbauen. Vielleicht werde ich das auch nach oben an die Kante bauen. Je nachdem, was besser wirkt. Hier hat sich auf jeden Fall bewährt, dass ich das so hinbaue. Zick und zack. Und so. Weil, hier setze ich auf jeden Fall noch eine Fackel hin. Weil das kommt mir irgendwie ein bisschen dunkel vor. Nicht, dass hier noch irgendwas spawnt. Und obwohl ich Mob-Griefing, wie gesagt, schon in der letzten Folge ausgeschaltet habe, macht es immer noch Schaden an mir. Stellt sich jemand vor, man baut sich mühevoll ein Lager auf, dann kommt ein Creeper und sprengt alles. Naja. Ich weiß gar nicht, warum man diese Dinger überhaupt hier wieder noch so bewahrt. Wie wäre es, wenn das soweit abgeändert wird, wenn es in Minecraft Krankheiten gibt? Ups, da habe ich wohl etwas falsch gebaut. Was soll's. Naja. Hier sind wir jedenfalls hier oben auf Höhe 248. 49,50. So, beispielsweise möchte ich das machen. Dass sich die Storage Doors jedenfalls abschließen mit, dass sie sich abschließen mit der Decke. Wisst ihr was Gutes? Zum Glück gibt es keine Mini-Insekten-Mobs, die einen angreifen, die man dann mit einem Schwert killen muss. Stellt euch mal vor, wie frustrierend das sein müsste. Man kriegt Schaden von Viechern, die man kaum sieht und mit Shadern überhaupt nicht sieht. Das würde mir sehr dezent auf die Nerven gehen. Sagen wir es mal so. Kletter die Klett. Ich mache mich hier zu Hause fett. Kletter die Klett. Auf jeden Fall haben wir hier noch einiges zu tun gehabt. Wenn das Dach drauf sitzt, wird es erst einmal zu Ende sein. Und dann werde ich meine ganzen Steine, die ich soweit beim Nadel abbauen, wie es so schön heißt, die ich dann soweit sammle, werde ich dann dazu verwenden, hier meinen Tunnel nach unten zu bauen. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das als Fallschacht mache oder ob ich da wieder Leitern ransetze. Ich denke, ich mache beides. Leitern und Fallschacht. Für den schnellen Weg. Wobei, eigentlich brauche ich gar keinen Fallschacht. Ich kann ja eigentlich so eine Teleportmarke setzen. Marke, das klingt schon so blöd. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Zick und zack. Ups, naja. Jedenfalls so soll das alles mit den ganzen Storage-Doren werden. Alles soll bündig abschließen, damit es auch ein hundertprozentiges Gefühl ist. Damit ich weiß, yep, ich habe was ordentlich gebaut. So, noch ein paar Karotten. Und ja. Wegepunkte. Und ab in die Mine. Oder sonst wohin. Ne, zu Hause. Da war ich gerade zu faul zu gehen. Hä? Wo kam die denn auf einmal her? Ja, und natürlich dreht sie durch und greift mich an. Wo kam die Spinne bitte schön her? Könnt ihr mir das sagen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Mein Dach ist perfekt ausgeleuchtet. Meine Inseln sind ausgeleuchtet. Alles ist ausgeleuchtet. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist sie einfach nur... So, Spinne, ich hasse dich. Da. Brauche ich nicht.
So. Was ich aber sagen wollte, lasst uns nochmal kurz in den Nether gehen. Denn ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich soweit vorbereitet habe. Gut, dass ich mich vorbereitet habe. Sonst wären wir wahrscheinlich schon längst wieder tot gewesen. Jedes Mal, wenn ich hier in den Nether will, lasse ich mich hier reinplanschen. So, zum Beispiel. Und da wären wir wieder. Die Landschaft wurde geladen. Und ich wollte mal zeigen, das meiste hier ist auf jeden Fall schon draufgegangen für den Bau meines Hausdaches. Ich denke mal, jeder, der Minecraft gespielt hat, weiß, wie viel Netherrack ein so ein durchschnittliches Dach wie meins an Material frisst. Hier zum Beispiel. Klick, 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 klick. Auf jeden Fall verbraucht dieses Sprint enorm viel Energie, aber das ist es uns wert. Wir werden jedenfalls so lange weitermachen, bis wir diese Spitzhacke hier zerkloppt haben, weil... Ist so. Eine Steinspitzhacke. Ich werde nämlich nicht... Ja, erstmal auffüllen. Ich werde nämlich keine Eisenspitzhacke für sowas missbrauchen. Denn Eisen ist nun mal rar und Stein hat man überall. Und man kann hier sowieso alles mit einem Klick abbauen. Oder mit einem Hauen. Da war ich gerade ein klein wenig verwirrt. Okay, wir haben gleich 16 von den Dingern. Und da ist ein bisschen die Framerate abgesackt. Naja, Vein Miner ist vorhin bei großen Venen nun mal nicht gerade angebracht. Jedenfalls, ich denke mal, zwei Stacks oder so, Pi mal Daumen, zwei Stacks wird unsere Spitzhacke halten und dann weg damit. Ich weiß ja nicht, wie das mit der Haltbarkeit von Diamanten ist, aber ich glaube, bei 4 oder 8 Stacks kann man da maximal mit abbauen, dann ist die auch kaputt. Ich weiß nicht, was das Problem an diesem Netherrack ist. Vielleicht hat jemand die Information, warum Netherrack so beschaffen ist, dass es zack und zick und weg ist es. Wie dieser Netherrack beschaffen ist, dass man dadurch seine Spitzhacke so schnell ruiniert. 183 Meter bis zum Ziel. Da bin ich bis da hinten hin. In einem 2x2 Meter Gang. Habe ich mich gebuddelt und habe damit gerade mal Pi mal Daumen ein einziges Hausdach fertig gekriegt. Ich würde sagen, das ist so eine Art, dieser Netherrack ist sowas ähnliches wie Bruchstein, nur noch weicher. Zumindest sieht das so aus. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir unseren Ofen bestücken. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob ich es gesagt habe, aber in meiner Mine... beziehungsweise in der neu geordneten Mine, einem gigantischen Höhlensystem, kam es mal vor, dass ich auf einmal von 10 Zombies belagert wurde. Inklusive ein Zombie-Dorfbewohner, den ich aber leider wegklatschen musste. Ja, 10 kamen hintereinander an. Ich konnte vom Glück reden, dass ich mich gerade so eingemauert habe. Mit einem kleinen Guckloch habe ich sie platt gehauen. Außerdem, vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen, denn mir ist ein Zombie begegnet, der hatte 4 Herzleisten, also 40 Herzen. Zum Glück hat er schon die meisten verloren gehabt. Aber das war heftig. War das ein Bug oder Absicht? Naja, jedenfalls jetzt craften wir uns unsere 3 Eisenspitzhacken. Aber erstmal hier ein paar Sachen weg. Hier auch. Ach ja, wenn mein Lager fertig ist, brauchen wir uns um diese Einlagerei nicht mehr zu kümmern. Doof klicken und weg. Okay, da war's wieder, der Frosch des Bösen. Naja, wir haben jetzt sowas einsortiert und mir graut auf jeden Fall schon mal vor den ganzen Standanzeigen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die wir uns dann später craften müssen, denn das ist ja schließlich Standard für alle. Zack. Kommt das hier rein, als Backup. Es ist schließlich Standard, eine Füllanzeige für alle. Warum kann man das nicht gleich intern verbauen? Naja, geht's wieder zum üblichen. Hier zeige ich euch mal, was ich hier abbaue. Wir bauen hier, glaube ich, 1, 2 Schichten ab
Und dann wollen wir mal sehen. Ja. Ja, ich denke mal, zwei Schichten dürfen reichen und dann mache ich auch Schluss mit der Folge. Und ich hoffe natürlich, dass soweit ich euch ein klein wenig unterhalten kann. Ein bisschen quatschen, ein bisschen bauen. Eben eine entspannte Minecraft-Runde. Weil für schnellere Geschehnisse sind meine Mario Party und Master Builders da. Und natürlich bin ich für konstruktive Vorschläge, Ideen und Tipps bin ich natürlich immer dankbar. Aber wie gesagt, konstruktiv muss es bleiben. Dass ich ein paar Sachen schlecht mache, ist mir schon klar. Das muss man mir nicht noch extra reindrücken. Naja, wie dem auch sei. So. Und tada. Haben wir noch ein bisschen Steinchen aufgesammelt, weil, mal gucken, was wir hier noch reinbauen. Vielleicht erweitere ich irgendwann noch meine Tiergehege. Mit Doppelzaun, damit die sich nicht dauernd rausbacken können. Zumindest die Ziegen, die Schafe machen sowas. Die Hühner nicht. Na gut, die sind ja auch kleiner. Klein und gemein. Gehen wir hier nochmal rüber und erweitern wir jedenfalls unseren Sicherheitsbereich. So nenne ich das, so kann man, wie gesagt, als Bootsanlegestelle. Und es ist doch immer wieder schön, dieses Gefühl in Minecraft, dass man etwas weiß, dass man etwas mit Mühe der Welt abgerungen hat und etwas Großes erschaffen hat. Das ist es, was für mich die Faszination an Minecraft ausmacht. Deshalb ist für mich PvP und Inneres nur... PvP in Minecraft ist für mich nur rangetackertes Beiwerk. Das nur dazu gekommen ist, weil sich genug Leute beschwert haben. Wenn man PvP spielen will, soll man sich ein anderes Spiel suchen. So einfach ist das. Da haben wir noch ein bisschen polierten Diorite. Oder Diorite, oder wie das heißt. Shine bright like a Diorite. Warum gibt es nicht diesen Minecraft-Popsong? Auf jeden Fall drei Stück haben wir hier noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und mal sehen. Gut, wir bauen auf jeden Fall noch ein bisschen hier den Weg ran. Je nachdem, wie viel Steinchen wir übrig haben. Denn dann habe ich ein Steinchen im Brett und kann hier vernünftig rübergehen. Weil ich will keinen Wegepunkt machen und einfach nur die paar Sekunden Laufweg. Ups, ganz kommen wir nicht ran, aber was soll's. Zack. Auch gut. Naja, jedenfalls, jetzt können wir nach trockenen Fußes hier rüber einen Sprung machen und tada. Und naja, kein Appetit? Fein. Auf jeden Fall beenden wir hier im Haus. Aber vorher, ja, das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.